Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Diesen Mittwoch, dem 8. April 2020, ihr hört die Geek Talk Daily 799 mit den folgenden Themen. WhatsApp, Skype, Meet Now, Microsoft To Do 2021, Oppo Airvoc oder Evoc und xCloud. Ich bin Ihnen gleich beim ersten Schandtäter, WhatsApp. Genau, die haben eine neue Einschränkung eingeführt. In Zeiten von Covid-19 vermehren sich die Fake News und auch generelle Geschichten, die nicht unbedingt sollten, viel schneller als auch schon. Und dagegen möchte WhatsApp vorgehen. Wenn man einmal eine Weiterleitung gemacht hat, kommt die im nächsten Chat oder im nächsten Nachrichtenfenster mit einem Pfeilchen an, und wenn sie das zweite Mal weitergeleitet wird, wird ein zweites Pfeilchen dazu kommen. Ab sofort wird WhatsApp Nachrichten, die schon zwei Pfeilchen haben, nicht mehr ermöglichen, an mehrere Chats gleichzeitig zu senden. Das heißt, der Versender muss das Ganze jeweils einzeln an den jeweiligen Chat. Es könnte somit ein bisschen ruhiger werden drüben in WhatsApp. Und ja, WhatsApp weiß natürlich auch, was ihr da so alles schreibt, und deshalb wissen Sie auch, was da so verbreitet wird. In diesem Fall vielleicht wieder mal ein guter Zeitpunkt, sich eine Alternative dazu rauszusuchen. Auf dem pogipsi.ch-Blog findet ihr übrigens ein paar Testberichte zu Alternativen zu WhatsApp. Schaut da mal nach. Dann habe ich einen kleinen Nachtrag zu gestern. Ich habe über das Skype-Geschichte gesprochen, wo man kommunizieren kann ohne Registrierung. Nennt sich übrigens Meet Now. Und da habe ich einen kleinen Fehler eingeschlichen. Man kann nicht nur als Gast ohne Registrierung rein. Auch der Host, also derjenige, der den Anruf aufbaut, kann sich ohne Registrieren den Dienst nutzen. Finde ich noch toller und ja, sicherlich eine Zoom-Alternative wert. Vor allem, wenn darüber alles wieder mal überlastet ist. Dann geht's weiter mit Microsoft. Die haben heute oder in den letzten Tagen ein Update rausgehauen für die To-Do-App, und die kann jetzt Aufgabenlisten drucken. Mein Gott, drucken in der heutigen Zeit, ja, kann nötig sein, kann praktisch sein. Bei mir ist sogar praktisch, denn ich würde sagen, wenn es interessiert, die To-Do-App und warum ich es praktisch finde, der kann in den Shownotes auf den Link klicken und sich das Ganze mal durchlesen. Wir bleiben bei Microsoft. Die haben jetzt verlauten lassen, dass alle Events bis und mit Juli 2021 abgesagt sind. Nicht abgesagt im Sinn von werden nicht stattfinden, sondern sie werden in digital stattfinden. Microsoft hat somit den großen Schritt gemacht, wo ich glaube auch einige andere Firmen hingehen werden, denn dieses Covid-19 wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Habe ich leider nicht die Hoffnung, sondern die Angst. Aber ja, das werden wir sehen. Dann wird in der nächsten Woche Oppo wahrscheinlich ein neues Smartphone vorstellen, das auf den Namen Renault Ace 2 hört und ein High-End-Smartphone sein wird. Und das soll auch eine Wireless-Charging-Station bekommen, die es in sich hat. Das Telefon selber kann per Kabel mit 65 Watt geladen werden, also rasend schnell. Und anscheinend soll die Charging-Station mit bis zu 40 Watt mit Strom befeuern können, was circa heißt, dass das komplette Smartphone mit seinen 4025 mAh Akku in einer Stunde von 0 bis 100% geladen ist. Wenn das so ist, wow, nicht schlecht. Wenn ich da an mein Samsung Note denke, das ich mit einem Dockingstation habe, auch das hat schon einen Lüfter, das hat garantiert einen Lüfter, wenn man sich so die Bilder anschaut. Ja, da geht unten ein bisschen was an Luft raus, denke ich. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und ich freue mich dann schon, wenn das Ganze auch in unsere Gefilde kommt. Und zu guter Letzt, unsere Gefilde ist ein gutes Stichwort, Microsofts Projekt xCloud, das ist der Streaming-Dienst für Games aus dem Hause Microsoft, wird sich oder hat sich jetzt dank Covid-19 ein bisschen verzögert.
verspätet oder zumindest bei uns ein bisschen verspätet. Jetzt sind die ersten Länder bekannt, wo das Ganze in Europa ankommen wird, und ich sag's schon mal voraus, oder nee, machen wir kurz. Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Spanien, jetzt wird spannend, Schweden. Vielleicht haben sie es vertauscht, vielleicht ist die Schweiz ja doch dabei. Nee, Scherz am Rande. Leider ist wieder die Schweiz und Österreich nicht dabei. Das Land mit dem schnellen Internet, Grüße an die lieben Hörer aus Deutschland, wird bevorzugt. Schade, schade. Ich bin extrem gespannt. Ich glaube ja, dass der Dienst deutlich mehr Potenzial hat als die Geschichte von GeForce Now, heißt es, glaube ich, oder Google Stadia, um das es ja sehr, sehr ruhig geworden ist. Aber ja, die nächste Google I.O. steht ja vor den Türen, und somit könnte ja da sich das Ganze ein bisschen ändern. Wir werden es sehen. Das waren es mit den Neuigkeiten heute. Wenn ihr Lust habt, hört ihr morgen wieder rein, Donnerstag, wenn es dann heißt, zur GeekDoc Daily 800. Ja, wir haben es geschafft. Oder werden es morgen schaffen. Hoffe ich doch ganz stark. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr GeekTalk.